Hallöchen, herzlich willkommen zu Grenzland! Borderlands! Was? Der Host ist dir in der Handlung zu weit voraus. Hm. Was fällt diesem Host ein? Hast du. Ne, du bist Level 40, was geht denn bei dir? Brick ist da, du Arsch! Du weitergespielt. Was? Doktor, hör auf mit dem Scheiß! Was denn? Du kommst an, Brick ist da, du Arsch. Und das sind gerade. Zu du, geil. Ich doppelt, ne? Ja, ich mach's weg. War gerade dabei, dann kam Brick rein. So. Das kriegen die auch nie gefixt, befürchte ich. Ich geb dir Deckung. Nicht mehr, nein. Nö. Wäre aber auch mal lustig, wenn nach 10 Jahren kommt endlich ein Update, der das fixt. So, wir starten heute ein neues DLC, weil wir mit dem hier gerade nicht weiterkommen und auch keine großartige Lust haben, nochmal jetzt hier zu scheitern. Zumindest ist es jetzt 3 Wochen her. So, Mich, soviel ich weiß, müssen wir nach T-Bone Station. Wir fangen jetzt an mit General Rock. Knox. General Knox, Sir. Ja. Die Waffen, die geheime Waffenkammer von General Knox. Dieses DLC spielen wir durch. Wenn wir leveln, können wir danach dann nochmal einfach versuchen mit. Ja. Okay. Moxie! Ein Planet, der einst nur Frieden und Wohlstand kannte, unter der überaus weisen und gerechten Führung der Atlas Corporation. Aber es gab Elemente, die unser perfektes Glück stören wollten. Diebe und Mörder, Perverse und Halunken. Der gesetzlose Pöbel überzog Pandora mit unerhörter Gewalt, wie sie seit Urzeiten nicht mehr denkbar gewesen wäre. Aber gemeinsam werden wir nicht untergehen. Atlas hat euch nicht vergessen. Wir kommen wieder und werden Ordnung und Sicherheit auf eurem Planeten wiederherstellen. Wenn es soweit ist, bauen wir die Städte wieder. Shit. Mein ganzes Leben habe ich diese schmutzigen Lügen gefressen, die sie sich in ihrer Gier ausgedacht haben. Aber jetzt ist Schluss damit. Atlas kennt hier nur 2 Ziele. Macht und Vergeltung. Und die Reihenfolge ist denen egal. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Die Belohnung auf deinen Kopf ist so hoch wie auf meinen. Das allein sollte Grund genug sein, dich nur anzuschließen. Aber falls was es denn? Nicht reicht und die bei mir passiert gerade gar nichts. Du bekommst Zugriff auf ihre Waffen. Ihr gesamtes Invasionsarsenal gehört dir. Wir gucken alle ein schönes Video an. Ach so. Also ich. Am Doktor sehe ich auch gerade nichts. Ich auch. Wir müssen sofort reden, aber ich fürchte um meine Sicherheit. Du musst leider einen kurzen Umweg machen. Sprich mit dem Mechaniker. Er weiß, wo du mich findest. Aber Vorsicht! Rühr Doktor, ihn nicht an, wenn du laut meiner Info bist du offline. Essen willst. Hier, Medikit! Nö. Also hier kommt nichts mehr an. Schwierigkeit unmöglich. Ah. Herzlichen Dank. Moment. Der Doktor macht wieder Quatsch, es tut mir leid. Also für die, die was jetzt im Livestream nicht sehen. Mit dem ich mich auch nicht verbinden kann. Ich bin gerade etwas verwirrt, ja, tatsächlich. Hast du denn Tastenkombination gedrückt in deinem Auto? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Aber jetzt müsste es eigentlich wieder laufen. Ja, die Verbindung ist wieder da. Merkwürdig. Egal, ich habe ein geiles Video gesehen, so. Die Bios-Belastung und sowas ist noch gut? Ja, 31%. Ja, das ist ja. 22, 19, ja, läuft alles gut. Und GPU dürfte ein bisschen mehr belastet sein. 44. Ja, ist aber auch nichts. Okay. Ich muss nicht aufs auf. Ach, egal. Boah, erforderliches so. Level 51. Yo. Ja, wir sind. Aber ich habe ja noch nicht die 2. Stufe an. Das ist ja die 1. Ich könnte es ja auch schwierig stellen, aber dann. Na, lass gut sein, ey. Ja.
Guck mal, sie haben das Beste von Noob auf dieses Fahndungsplakat gedruckt. Stimmt. Schick! Gesucht also werden diese zwei Möpse. Von uns allen so. Außerdem bin ich am meisten wert von uns, finde ich toll. Ja, du bist auch schlimm. Du kommst in den Raum und hier ist Rick, du Arsch hier. Ja, ja, ja. In einer Welt ohne Sicherheit ist auf Waffen von Marcus Vermass. Da sind wir mal gespannt, wie sehr wir hier aufs Fressbrett kriegen. Mächtig. Mächtig, ja. Das befürchte ich leider auch. Oh, okay. Huch! Wie viel kostet... Alter, 700.000 für einen. Aber wie kann das... Wie kann das so hoch über unserem Level sein? Atlas stellt den Dienst am Kunden einfach über alles. Allerdings, Geld gibt es nicht zurück. Oh, ich erinnere mich. Ja, damals haben wir früher schon hier ziemlich aufs Restpad bekommen, aber ich denke... Oh ja. Oh ja, stimmt. Ah ja, du hast die Folgen gesehen, du warst nicht dabei, so rum. Ja, ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ja, leck mich doch. Hätte nicht gedacht, dass ich dich dummen Arsch nochmal wiedersehe. Hast du wirklich die Kammer geöffnet? Hat sich dieser Stil jetzt endlich mal ausgezogen? Ich will alles wissen. Scooter, get you one. Du, ganz unbeteiligt, ich muss dir was sagen. Ich werde einen Code benutzen und ich hoffe, dein Glück reicht aus, um mir zu folgen. Deine Freundin hat mich beauftragt. Wenn du vorbeikommst, soll ich dich zu Moxie schicken. Moxie! Du verstehst, was ich meine. Ohne fahrbaren Untersatz geht hier gar nichts, Junge. Ich könnte höchstens mal gucken. Ich habe was Neues in der Pipeline, aber das Booster-System ist noch nicht ganz fertig. Ich versehentlich den zweiten Spielknopf gestartet habe. Falls du mir helfen willst. Aber was? Das war das letzte Mal, glaube ich, auch so hoch. Ja, und dann habe ich den Spielauflauf wieder zurückgesetzt auf Level 1. Nein, doch. Mann. Ach so, ich weiß es nicht. Doch, ich glaube schon. Empfohlen wird das hier aber Level 35. Na also. Wir kämpfen am Level 55. Ich habe bis jetzt noch gar nicht gekämpft hier, also Ruhe. Bloß weil du dicke Sachen kaufen kannst, heißt nicht, dass hier alle dick sind. Okay. That's Logik. Wow, du bist nicht tot. Ja, so sieht's aus. Wo müssen wir das jetzt abliefern? Ja, bei Scooter, oder? Also hier ist jemand, mit dem man reden kann, mit dem ich nicht reden kann. Ja, ich kann hier mit einigen nicht reden. Okay. Level 51, also. Ich bin ja kurz vom Level ab, dann ist es ja nicht mehr ganz so schlimm. Oh Scheiße. Ich nehm die mal an da hinten. Oh nein! Hallo, Reisender! Auf dem schwarzen Brett in T-Bone Junction sind neue unnötig. Missionen verfügbar. Bist du runtergefallen? Ja. Ich bin ein bisschen zu weit gesprungen. Wir müssen Sicherheitskameras töten, wenn wir welche sehen. Man kann Sicherheitskameras töten? Ja. Zuerst verzaubern wir sie, dass sie ein Lebewesen sind, und dann schickt man es tot. So, dumme Frage. Okay, ich brauche ein X372 Turbolader, aber nicht den 373er. Da gab's eine Rückrufaktion, weil jemand lebendig verbrannt ist. Und einen großen Tank voll Nitro und eines von diesen schicken Abgas-Dingsbums-Dingern. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Oh fuck! Oha! Mach 18 Schaden!
19, oh, 19 Schaden, Digga. Ja, ja, oh, ich bin down. Also ganz sicher, dass... Nö, ich hau ab. Das stimmt hier doch nicht. Ja, ich nee, meine, das kann noch... nicht korrekt sein. Oh nein! Alter, ich hatte grad... Ich hatte keinen Sinn. Ja. Ich hab mit 5 Energie überlebt und wollte Noob aufheben und kurz vor Ende schießt er nochmal. Also, das kann nicht sein. Also, ich bin mal dafür, ich guck mal, ob ich irgendwie den zweiten Spieler hier aufhebe. Ja. Okay. Wird besser sein. Das ich pausiere hier mal. So, die Pause ist vorbei. Wir haben da was umgestellt für euch, dass ihr auch mal ein bisschen was seht, also nur uns sterben. Wir haben da mal was vorbereitet. Der Spielverlauf 2 war wirklich aktiviert, das war nicht so gut. Ah, Schwierigkeit hier, 35, so sollte es ja nicht sein. Wollen wir das Ding da hinten töten, Loki? Ja, mach mal. Aber warte, wir nehmen kurz mal die Quest an, vielleicht gehört die ja dazu. Ansonsten... Ich glaube, das ist so ein Überwachungsding. Na also. Na, lass es uns töten. Töten. Ah, 900 irgendwas Schaden. Das sieht doch anders aus hier. Ganz anders sieht das hier aus. Ja, das war eine Überwachungsdrohne. Aber wir müssen alles nachstellen. Loki, würdest du mal kurz in den Abgrund hüpfen? Ja, ich springe. Nein, nein, ich hab dich gesprungen. Okay. Okay, wir haben alles nachgestellt. Sehr gut. Ja, aber ich musste noch Granaten kaufen. Moment. Ich habe mir vorhin versehentlich einmal Granaten gekauft, ohne darüber nachzudenken. Da war mein ganzes Geld weg. Also mache ich das jetzt auch? Wie gut, dass ich vorher noch ein Waffen-Upgrade gekauft habe. Ja, ich auch, aber ich habe leider nur Granate gekauft. Okay, ich brauche einen X372 Turbolader, aber nicht den 373er. Da gab's eine Rückrufaktion, weil jemand lebendig verbrannt ist. Und einen großen Tank voll Nitro und eines von diesen schicken Abgas-Dings-Bums-Dingern. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Ja, kein 373er. Hat jemand bei Scooter hinten die Kisten ausgeräumt? Hallo, Kieskatan. Ja, ich bin gerade dabei. Ich guck gerade, wie ich hinten in die Werkstatt komme. Rechts an Scooter. Ah ja, da. Ja. Ah, ein Borderlands-Symbol. Aber das geht erst um 2er. Ja. Oh, ich hab den Turbolader gefunden. Och, Oberaffentitten, geil, das ist ein Monster. Das wird der Hammer. Oberaffentitten geil. Die haben bemerkt, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ja, du Mongo, warum kann man dein geiles Auto nicht fahren? Hier geistert irgendwo eine Drohne rum. Er hat gerade Mongo gesagt, man merkt, Loki ist auch ein bisschen älter. Sind wir nicht alle ein bisschen älter? Ja, ich bin nicht nur Bluna, sondern älter. La la la, plündern. Stirb wie ein Mann, du dämliches Ding. Die Überwachungskamera? Ja. Woran hast du erkannt, dass sie männlich ist an der langen Antenne? Vielleicht. Die mächtige Antenne. Ich möchte das nicht mal abstreiten. Boah, zieh's dir rein, was auch immer. Oh! Oh, eine Waffenkiste. Oh, Schrotzen! Naja. Achtung, wenn Sie mir gestatten, Sie friedlich abzuwitzeln, wäre das großartig. Ach, da ist er. Nicht mal im Ansatz, ey. So. War hier am Plündern und dann stand er auch so ein Ding rum. Dann töte es. Hab ich doch schon. Achso, okay.
Oh ja, wie oft wir hier gestorben sind, auf der Suche nach irgendwelchen Waffenkisten über den Dächern rübergeklettert und dann so. Ja, ja. Ah, hier unten nicht auch noch eine? Oh, Scheiße. Oh, gerade so gelippt. Überlebt. Ach, da unten liegt die kaputte Drohne, okay. Ah, da kommt ihr hoch, okay. Waren da hinten nicht diese Ninja-Truseln, da wo die Noob jetzt gerade hinrennt? Später, du Spoiler. Ah. Die Spoiler finde ich auch gut. Spoiler? Also, du bist einfach nur ein Spoiler, mehr nicht. Wir Noob sind eure Führer. Wer trifft die Entscheidungen, die für euer Leben am wichtigsten sind? Noob hat sie doch schon gefunden. Atlas! Oh nein, die haben Spaß und ich nicht. Vielleicht läuft etwas schief. Komm ich denn jetzt hier wieder weg? Mädels, können wir das nicht regeln, so von Frau zu Frau? Ja. Ach, du sind das doch schon die Ninjas? Ja, die heißen zwar Assassinen, aber. Ja. Boah, lecco mio! Ja. Finde ich ein leicht. Vulkaner! Ach da! Vulkanier? Was ist das? Die leuchten bestimmt nicht. Bleib stehen, du bist zu schnell! Eine Omega-Sensu-Order gegen dich erlassen. Es werden 5 Teams gebildet, um den Erfolg der Aktion zu gewährleisten. Das war das erste. Die Omegas sind erbarmungslos und gut ausgebildet. Die gute Affine. Elite der Elite. Dein einziger Vor. Ja, ich schätze, der Beifahrersitz muss raus, damit wir dieses Ding überhaupt da reinkriegen. Ich mach mich gleich mal dran. Das war gerade die Elite der Elite, ernsthaft? Ich fand das Gespräch auch sehr gut. War relativ kurz vorbei. Komm nur rein und zieh dich um. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ach, alles fehlt. Was? Markus! Eine Schrotflinte 50x7 und zweifache Explosion. Komm nur rein und zieh dich um. Er wäre durchaus schlechter als meine, aber hätte halt mal wieder Explosion, ne? Hm. Und die Zielgenauigkeit muss auch mal gut sein. Bringt ja nichts, wenn die Stärke ist, aber keine einzige Kugel trifft, ne? Ja. Ach ja, wir suchen. Das ist tatsächlich immer das Problem. Haben wir die andere Mission schon abgeschlossen? Haben wir schon 5 Dinger kaputt gemacht? Keine Ahnung, muss man anmachen, die Mission. Weiß ich nicht, guck nicht. Ich guck grad mal rein. Weil, wenn ja, guck mal. Ne, haben wir nicht. Fehlen noch 2 Drohnen? Dann geh ich mal da hoch. Mal gucken, was da ist. Da ist doch so ein Mülleimer. Moment. Eingezittert. Ein Schuss. So muss das. Ja. Dafür habe ich dich angestellt. Oh, Moxie's Underdome. Die Werbung. Von nun an schießt du immer so. Okay, Moment. So, jetzt! Sag ich doch! Wir können abgeben, oder einer nach unten kann abgeben am schwarzen Brett. Dr. Zed's Rootside Jumpstart. Überlasst das Kämpfen uns! Falls wir die Zeit finden, euch zu verteidigen, werdet ihr gestochen, stillt die Blutung so gut ihr könnt. Werdet ihr vergewaltigt, macht einen Spaziergang. Wir werden euch beschützen! Alter, das geht doch nicht! Was? Habt ihr das auch gerade gehört? Ja, ja. Ja, wenn du vergewaltigt wirst, machst du aber einen Spaziergang. Das, ja. Jetzt Klassenmods, aber. Ah, Sotis ist schon drin, okay. Kaum
dir ein erstes. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Ja, das darf man so doch nicht sagen. Ja, machen Sie einen Spaziergang, ja. Sirene, plus 24 Teamschildkapazität. Was haben wir derzeit? 32, oder? 36, glaube ich. 688 Schild, wie groß ist denn mein eigenes? 762, okay. Das sollte reichen. Ja, ja. Ach, sollte das. Seitdem diese Crimson Lance-Idioten hier sind, stapeln sich die Leichen noch höher. Ha, hab's ja immer gewusst. Mit dir kann man rechnen. Bring alles her, dann kriegst du dein Gefährt. Du hast, was du brauchst, also Auto. Da gibt's doch sicher eine Abkürzung. Abgeben. Ja, da gibt's eine Abkürzung. Oh, fuck. Hat gerade so gelangt. Schuh, jawoll. Da gibt's einen Aufzug tatsächlich. Ich bin einfach hier runtergesprungen, das ging genauso. Aber ich bin genau auf der Kante aufgekommen, wäre fast runtergefallen. Okay, nicht schlecht. Hey, einer von diesen Crimson-Schweinen hat sich meine Hand vorgenommen, um Infos über deine Freundin aus mir rauszuquetschen. Ich habe nichts gesagt, aber so kann ich natürlich nichts einbauen. Hilfst du mir mit dem Zeug? Mechaniker, ich soll das Zeug installieren. Oh ja. Hallo, hier Markus. Ich habe was Passendes für dich. Komm zu mir, nach T-Bone Junction. Wuhi, ist das ein Monster oder was? Muss bloß noch die Daten ins Digistruct-Modul reinhacken und donnerlangadang kann mein Catcher-Ride die Dinger bauen. Drück auf den Schalter da. Ich drücke. Oh, ich habe ein Level-Up. Geil. Ja, wenn man bei dir das richtige Knöpfchen drückt, dann kriegst du gleich mein Level-Up. Ja, immer. Oh ja, kurz davor. Bump. Bump. Hey, deine Freundin ist bei Moxie in ihrem Schuppen in den Fathoms. Schnapp dir eins von den Monstern und schwing deinen Arsch dorthin. Was? Level ab. So, Moxie, Straßensperre, aber zuerst würde ich sagen, Markus will ja irgendwas von uns, dann gehen wir da erstmal da bei ihm vorbei. Was nehme ich denn? Sniperhühn? Ja, fein töten ist so eine Sache für sich, ne? Was ist das da? Ja, Feuerrate für Magazin. Ist ja noch viel cooler. Oh. Also gut, ich... Das stellt den Dienst am Kunden einfach über alles. Allerdings, Geld gibt es nicht zurück. Wie kann ich denn jetzt eigentlich machen? Ich habe eins. Werdet ihr vergewaltigt, macht einen Spaziergang. Holla. Wir werden euch beschützen. Ihr müsst noch mal eins rauslassen. Okay. Ah ja, er hat den Dreier, oder? Ja, ein dreifach Raketen-Granatwerfer. Wir wissen mal doch hoch. Sicher? Ja, ja, wir wollen schon zu Markus. Der hat gesagt, wir sollen mal kurz vorbeigucken. Okay, fahren wir kurz zu Markus. Ja. Der hat gesagt, komm mal kurz vorbei, ich hab was für dich. Willkommen in meinem Shop. Ja. Kern sammeln, Energiekerne, Geschwindigkeitskerne und Schockkerne sollen wir einsammeln. Okay. Wo gibt's das? Ich glaube, wenn du Gegner tötest, fallen die aus ihnen raus. Ah, okay. Das ist doch ganz normal, weiß doch jeder. Schieß auf Gegner und gesucht tot. Oh. So, dann machen wir mal Straßensperren weg. Huch! Und dann, ja, das fängt wieder gut an. Und das ist mal eine Stadt, wo man jederzeit aus dem Level rausfallen kann. So. Mhm. Hier lang. Andere Richtung? Ich glaube, es geht beide, deswegen ist es... Moment, ich kann mal gucken, wenn du willst.
Ich wäre richtig gefahren. Ja, ja. Okay. Oh, Menno. Hey, Männers. Hör mal auf, was macht der denn? Schiebt der da weiter? Ich bin rausgeflogen. Ja, ich auch. Ich muss wieder drehen. So ein Hund. Hey, hier Scooter. Kleine Warnung. Diese Crimson-Schweine haben auf dem Highway ein paar Straßensperren. Wir fahren rechts. Mach sie fertig und wir tun einfach so, als hätte keiner was gesehen. Oh, da gab's was. Am nächsten Mal, wir kommen ja sicher irgendwann mal wieder dran vorbei. Zeit für eine Reise. The Crimson Tollway. Ja. Das ist der Tollway. Der Devastator ist eine mächtige Fahrzeug. Versuche es mit Sprengsachen. Oh, da gab's Sachen zu kaufen. Ich will mal kurz gucken, was es da zu kaufen gibt. Boah. Ja, jeder Shop muss geshoppet werden. So ist das Shop-Gesetz. Außerdem will ich gucken, ob die zwei nicht gleich hier runterfallen. Schade. Nein. Das war gerade eng hier, also. Ach, eng. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Oi. Ja, wortwörtlich. Klatschen muss es so. Okay, okay. Hm, Sirene, Berserker. 300. Ach, was sind das für Billigschilde hier? Hier gab es leider nichts, aber ich heile mir, weil ich den verletzt wurde, weil ich aus dem Fahrzeug ausgefallen bin. Ne? Oh, der Lä. Ach, die sind zielsuchend. Ja, aber mach den Lenzdinger da, ey. Welchen Lenzdinger? Ja, genau, den da. Sie suchen! Schanze! Mit Turbo! Der hat kein Turbo! Oh. Doch, hat er! Oh, achso, okay. Versuch auszuweichen! Ich lieg. Mhm. Ja, da hinten hat so eine Spawnstation, jetzt regt ihr die auf. Habt ihr nichts gesagt, oder? Die Zeit, damit ich den ganzen Tag wieder auf die Beine helfe. Hier ist kein Spawnpunkt, scheiße. Hier! Oh, Gatling-Geschütze! Oh, hinter! Dein Raketenwerfer sieht mal wieder geil aus. Tobi? Ja, ich hier. Müllsack. Müll. Waffenkiste? Sehr geil. La 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 la. Ich bin so neugierig, mein Handy hat gebimmelt. Brandrevolver, Säurerevolver und Scheiße. Achso. Lohnt sich zum Verkaufen? Ja, zum Verkaufen kann man ein bisschen was. Ah, Doktor ist ganz nach vorne. Halt! Wo willst du denn? Hör den mal weiter von mir weg. Zwei. Uff. Da bin ich. Kann man nicht Highway to Hell spielen oder so? Was Highway to Hell klingt? Zurück, okay. Zurück. Let's go.
bleiben. Ah, einfach drüber fahren. So, einsammeln. Hier liegen überall diese Kristalle rum. Und Waffen. Oh, Kristalle, ich freue mich auf Iridium und Mondgestein. Das dauert aber noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen, ja. So, ich guck mal kurz auf mein Handy.